Die fleißigen Heinzelmännchen am Start. Zeugwart Michael Schmidt, Busfahrer Winfried Otto. Die Jungs schaffen stets wie die Brunnenputzer am Reisetag. Nur einer verlässt die U21, Benny Henrichs. Zurück geht's nach Monaco. Der neue Trainer Thierry Henry wartet dort schon auf ihn im Fürstentum. Also auf bald, Jungs. Und der Abschied vom Trainer, der klingt ja fast schon richtig französisch. Je pense deux. Manns, je parle français parfait. In zwei Monaten spreche ich schon richtig gut Französisch. Glauben Sie es mir, Trainer. Und tschüss. Au revoir, bonne chance et à bientôt. Bis bald, alles Gute. Das war's dann in Niederbayern. Den Erfolg spricht die EM-Quali im Gepäck und jede Menge goldenen Oktober dazu auf den knapp 3 Stunden Richtung Schwäbische Alb. Kilometer weiter am Ziel, Zweitligastandort Heidenheim. Hier findet am Dienstagabend das letzte EM-Qualifikationsspiel statt. Der Gegner? Irland. Mit erneut tollem Fußball will die Mannschaft von Stefan Kunz, will sich die U21 aus diesem Wettbewerb verabschieden.